So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe von JFD Live Trading TV. Zunächst mal wieder seit langem der Risikohinweis. Diese Videos und Analysen stellen keine Aufforderung zum Erwerb von irgendwelchen Finanzinstrumenten dar. So, dann schauen wir auch gleich mal zum DAX. Zunächst, was noch Anfang der Woche passiert ist: Kaufsignal ausgelöst, Teilverkäufe wurden hier vorgenommen. Dieses Verkaufslimit war auch gleichzeitig ein Shortlimit, was nicht erreicht worden ist. Und dann gab es eben jetzt den Abverkauf in Richtung EMA 200. Hier sind wir jetzt auf der JFD-Indikation. Da liegt der EMA 200 woanders. Trotzdem ist es hier mehr oder weniger interessant zu beobachten, was dann der Kurs dann machen wird. Anderes Schaubild, Chartbild habe ich heute Vormittag oder heute Nachmittag, besser gesagt, veröffentlicht. Da habe ich die Limits rausgenommen, weil es nicht unbedingt mehr so aussah, als wurden die erreicht. Gleichzeitig blieb ich aber an der Seitenlinie. Und jetzt mit Schlusskursbasis wurde jetzt hier auch der steile Aufwärtstrend im Tageschart gebrochen. Trotzdem ist es hier für mich eher eine neutrale Zone zwischen 9600 und 9350. Also über 9320, aber diese Marke ist auch mehr oder weniger fast speziell auch nur auf Schlusskursbasis dann relevant. Natürlich, wenn es jetzt Intraday runterkrachen sollte, kann es auch hier komplett gleich auf 9.1 runterziehen. Allerdings, wenn man jetzt auch den Dow Jones betrachtet, kann eben hier der Index eine Trendwende machen und dann nochmal hier eben ansteigen. Das ist jetzt hier noch nicht ganz sicher, wie sich der Index eben verhalten wird. Aber sollte er hier auf Schlusskursbasis die 9.320 brechen, dann dürfte es relativ schnell auf 9.100 Punkte runtergehen. Das mal soweit hier dieses Schaubild. Im anderen ist der Rainbow-Indikator mit drin. Da sieht man eben auch, dass hier unter dem EMA 10 bzw. Rainbow-Unterkante eigentlich das Chartbild wieder kippen kann. Gleichzeitig sind hier noch die Fibonacci-Retracements drin. Auch hier wäre dann eben ein Anlaufen von 9000. Das muss ich ja wieder hier, hat es nicht heute Mittag nicht gespeichert, muss ich natürlich auf dieses hochsetzen eigentlich. Da wären dann die 9150 bzw. 950 Marke relevant. Dann kommen wir eben auf den Dow Jones, den habe ich auch veröffentlicht. War gegen hier im 4-Stunden-Chart, war das gegen 16 Uhr. Da lag er noch über dieser Marke. Hier hatte er die Chance, eben ein neues Hoch noch zu machen. Hätte auch womöglich noch gefehlt. Und unter dieser Marke, wie eben hier der graue Pfeil angedeutet hat, ein Rücklauf an den EMA 200. Und von hier aus hat eben auch der Dow Jones die Möglichkeit anzusteigen. Gleiches gilt hier, ein Schlusskurs unter 16.350 wäre eigentlich mit einem Verkaufssignal gleichzusetzen. Diese Aufwärtstrendlinie habe ich nur gestrichelt, die dürfte nicht so relevant sein hier. Gleichzeitig wäre hier eben auch ein Schlusskurs unter 16.240 auch nochmal ein bestätigtes Verkaufssignal.
Morgen heißt es also Ausschau halten, ob sich der Index bei 16.360 stabilisieren kann. Genauso wie eben hier der DAX bei 9.350. Das ist das Wichtigste. Kurz noch zu den anderen Setups. Gibt es nicht viel zu sagen. Hier ist exakt abgeprallt. Allerdings, ja, Short würde ich jetzt das Paar jetzt auch nicht unbedingt spielen, aber ja, ich bleibe dabei. Ich warte auf hier auf ein Kaufsignal. Euro gegen Pfund ist nochmal nach oben ausgebrochen. Hat auch nicht, das ist jetzt das alte Setup noch. Das neue war hier oben, aber es wurde ja auch noch nicht ausgeführt. Das liegt eben hier oben. Also weiter Trend bestätigen. Long. Und Pfund gegen Yen ist wieder Trend bestätigen. Short. Gold hat leider nicht das Kauflimit erreicht. Konnte heute sich sehr gut absetzen. Genauso wie Silber. Also jede Idee, die nach Montag eben dann stattgefunden hat mit Short oder Long in den Edelmetallen, war die richtige Idee. Die Limits waren leider zu tief unten. Also hier, was ich halt hier vorgestellt habe. Eventuell werde ich ein drittes Limit aufnehmen. Aber ich will eigentlich ja möglichst, dass die Zuhörer kaum ins Minus geraten. Und wenn ich noch ein drittes Kauflimit vorstellen würde, wäre das wirklich sehr stark. Jetzt überhaupt bei solchen Szenarien doch sehr antizyklisch. Und man wäre sicherlich des Öfteren etwas ja, größerem Verlust oder schnell im Verlust. Diese zwei anderen Limits waren eben auch mögliche Trendwendepunkte. Nichtsdestotrotz sind eigentlich alle seit letzter Woche, beziehungsweise davor fast alle, vielleicht bis auf die E.ON-Aktie, alle komplett vorgestellten Aktien-Setups ins Plus gelaufen, konnte man an Kurszielen verkaufen, beziehungsweise Teilverkäufe wurden eh schon vorher gemacht, aber auch nicht nur sofort nach 1% plus, sondern ja, zwischen 5 und 7% plus und gut, der Rest ist eigentlich nur noch die Morphosis. Die Apple ist, glaube ich, mit Gewinn jetzt ausgestoppt worden. Heute war die auf der Verliererseite. Die Morphosis sollte eh noch ein Tief machen. Also passt es im Prinzip da auch noch überall alles. Danke fürs Zuhören und man hört sich dann morgen wieder.